emotionales Video. Und zwar ist das ein Video für alle Leute, die eine nahestehende Person verloren haben. Oder auch ein Tier. Ja, dieses Video ist für euch. Und zwar möchte ich euch, beziehungsweise muss ich euch von einem Verlust berichten. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen dieser kleine Engel verloren gegangen. Das war mein Hund für 6 Jahre. Und ich möchte euch einmal seine Geschichte erzählen und auch seine letzten Tage, wenn ihr mögt. Und zwar am Montag, der 27. Mai, war leider sein letzter Tag. Er wurde ganze 17 Jahre und ganze 6 Jahre. Tierheim gelebt. Er hatte wechselnde Besitzer. 2, die ihn sogar ausgesetzt haben. Ich habe auf jeden Fall hier einige Sachen, mit denen er gerne gespielt hat, mir nochmal hier hingeholt, um ihn zu gedenken, um ihn zu feiern, um daran zu denken, was für ein toller Hund er war. Er war einfach der beste Hund, den man sich wirklich vorstellen kann. Seine Leine zum Schluss. Und auf jeden Fall möchte ich euch einmal von seinem letzten Tag erzählen. Und zwar war das der Montag, der 27. Mai. Also unser Hund hatte schon länger Arthrose. Und er hatte in letzter Zeit schon länger damit zu kämpfen, zu laufen. Und am 27. Mai ist er dann komplett umgekippt und hatte dann gar keine Stabilität mehr auf seiner Pfote, auf seinen ganzen Arm. Ja, und dazu kam noch, er hatte hier am Bauch hatte er eine Beule, die immer größer wurde. Und zuletzt war sie sehr, sehr dünn. Also die Haut war schon sehr, sehr dünn. Es wurde gesagt, es ist nichts Böses. Es ist kein Tumor. Es ist nichts Bösweiliges. Aber ja, die ist halt immer mehr und mehr gewachsen. Und ja, am Ende war das nur noch so ein dünnes Netz. Und die Gefahr war, dass die Beule aufplatzt und er dann verblutet. Und das wollten wir nicht. Weil wir beide gehen ja auch arbeiten. Also ich und meine Freundin, denen der Hund gehört. Wir beide gehen auch arbeiten und es wäre einfach tragisch, wenn er verbluten würde. Wir kommen von der Arbeit zurück und dann liegt er da. Am Montag, den 27. haben wir dann einen Termin beim Tierarzt gemacht, an den erst nachmittags bekommen, erst gegen 14 Uhr ungefähr. Wir haben schon morgens sehr früh angerufen, sobald der Tierarzt geöffnet hat. Und ja, ich hab mir dann freigenommen, meine Freundin hat sich dann freigenommen, damit wir für den Hund dann da sind. Dass viele Hundebesitzer, wenn die wissen, okay, die letzten Stunden des Hundes kommen, dass sie dem Hund dann nochmal eine schöne Freude machen und dem Hund was zu essen geben, was er vielleicht sonst nicht zu essen darf. Und deswegen haben wir vor dem Arzttermin dann auf jeden Fall nochmal bei McDonald's angehalten und haben ihm ein Happy Meal gegeben. Ja, da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Das war so, ja, seine letzte Mahlzeit. Wir wussten es schon, oder wir haben uns es schon gedacht, dass wir jetzt wahrscheinlich, ja, wenn wir jetzt zum Tierarzt gehen, dass er wahrscheinlich eingeschläfert werden muss. Das ist keinen Sinn mehr macht. Er hat nur noch gehumpelt, er hat nur noch gelitten, er hat schon länger Schmerzmittel bekommen, die eine Zeit lang gewirkt haben, aber ja, dann ist er halt komplett umgeknickt an diesem Tag und lag da und hat geschrien und es war einfach nur noch eine Qual für den und dann, wie gesagt, da kam diese Beule, die jederzeit platzen konnte und ja, dann beim Tierarzt mussten wir ihn dann gehen lassen und es war einfach sehr, 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 sehr traurig, ja. Ganz kalt draußen war, hat er immer so eine
sehr traurig. Also wir haben uns dafür entschieden, ihn auf unserem Privatgrundstück zu vergraben. Da gibt es ja die Möglichkeit, da muss das Loch natürlich 1 Meter tief sein. Und man muss einige Sachen beachten. Ja, aber so konnten wir ihn dann eben noch die letzte Ehre erweisen. Und ja, aber es ist alles extrem traurig. Ich möchte euch noch zeigen, was wir als tolles Andenken bekommen haben an ihm. Es wurde noch ein Pfotenabdruck gemacht. Was wir auch noch mitbekommen haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für manche total makaber. Vielleicht das ganze Video. Aber ich hoffe, das kann manchen Leuten helfen, die auch mit Verlust zu tun haben. Ich mache das Video allein für mich, weil es mir vielleicht hilft, mit dieser Trauer umzugehen. Ich glaube, viele, die keinen Hund oder ein Tier hatten, über Jahre und so naheliegend hatten, die werden diese Trauer, glaube ich, nicht verstehen, weil die denken, ah, es ist ja doch nur ein Tier. Aber es ist so viel mehr. Es ist wirklich so, als würde ich mein Kind gehen lassen. Und ja, das ist einfach schrecklich. So, und hier drin. Bisschen von allen seinen Farben. Ja. Das war also eine Dose, da haben wir immer seine ganzen Snacks reingetan. Ja. Genau, er hatte immer eine ganze Menge an Snacks als Auswahl. Sie hat sich eigentlich auf so einen Opi eingestellt, der sehr ruhig ist, auf so einen Hund. Und Baloo, hieß er, hat sehr viel gebellt. Er war sehr aufgeweckt, war immer sehr lebensfroh und hatte immer Neugierde am Leben und wollte alles entdecken. Und das war der Mutter einfach zu viel. Und deswegen, ja, hat sie so nach 1-2 Tagen gesagt, so, nee, geht nicht, ihr bekommt den. Meine Freundin und ich hatten eigentlich zu dem Zeitpunkt gar keine Zeit. Wir hatten beide wirklich sehr, sehr, sehr viel Stress mit Arbeit und Studium und allem. Aber wir wollten ihn natürlich nicht wieder zurück ins Tierheim geben. Und dann haben wir ihn genommen. Und ja, das war die beste Entscheidung überhaupt. Zweimal ausgesetzt, bevor, ja, er kam immer
ob ihr auch ein Tier habt oder wie ihr mit Verlust klarkommt. Weil ich reiße mich gerade in diesem Video total zusammen. Mir ist eigentlich nur nach Weinen. Aber ja, ich versuche es, glaube ich, mit einem Lächeln zu übermalen. Aber er fehlt mir sehr. Er fehlt mir sehr. Die letzten Monate war er leider auch sehr inkontinent. Also er hat immer Urin verloren. Er hatte da nicht mehr so die richtige Kontrolle drüber. Und ja, da hatten wir dann sowas gekauft. Ihr mit Trauer und Verlust umgeht.